22. September 1924, heute vor 100 Jahren, ja, wurde die englische Schriftstellerin Rosamunde Pilcher geboren, hierzulande verhandelt als Rosamunde Pilcher. Verstorben ist sie vor 5 Jahren, 95-jährig. Viel Lebenszeit, um Romane zu schreiben, mit ganz viel Herz und auch Schmerz. Ralf Götter. Lass es, Mili. Er wird dich nur unglücklich machen. Liebesgeschichten zwischen denen da oben und unser eins enden immer unglücklich. Jeden Tag hat sich Rosamunde Pilcher in ihr kleines Arbeitszimmer zurückgezogen und bis zum Schluss auf einer alten mechanischen Schreibmaschine ihre romantischen Schmöker getippt, mit denen sie zu Lebzeiten rund 120 Millionen Euro verdiente. Ist das ein Verlobungsring? Ja. Von Bob? Der Bob, wegen dem du vor 2 Jahren nach London geflüchtet bist. Ja, das war alles irgendwie ein großes Missverständnis. Ich habe eine Marktlücke entdeckt. Es gibt viele berufstätige, intelligente Frauen. Sie kommen abends erschöpft nach Hause und wollen dann etwas sehen, nachdem sie gut schlafen können. Mit ihren Herzschmerzgeschichten trifft die britische Erfolgsautorin in den 90er Jahren vor allem hierzulande einen Nerv. Seitdem sind mehr als 170 Verfilmungen über die Bildschirme geflimmert. Vor idyllischer Naturkulisse beschreibt Pilcher die emotionalen Irrungen und Wirrungen in der ansonsten heilen Welt des britischen Landadels. Ist eine leichte Lektüre, aber schön zu lesen. War einfach immer Happy End, immer das bisschen Romantische, was in unserer Gesellschaft eigentlich fehlt. Alle in meinem Alter sind begeistert, außer Männer vielleicht. Ja, weil es einfach Kitsch in Reinform ist. Das einzig Schöne dran sind die schönen Landschaftsaufnahmen von Südengland, das finde ich wunderbar. Die Geschichten spielen vorwiegend in Cornwall. Dort wird Rosamunde Pilcher heute vor 100 Jahren als Tochter eines Marineoffiziers geboren. Diese Landschaft, das Meer, die ganze Atmosphäre dort hatten wahrscheinlich einen viel größeren Einfluss auf mich als irgendetwas sonst. Mit 15 Jahren beginnt Pilcher Kurzgeschichten für Frauenmagazine zu schreiben und sich damit ihr erstes Geld zu verdienen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs heiratet sie einen Textilunternehmer und zieht in die Nähe von Dundee nach Schottland. Dort bekommt die Autorin 4 Kinder und schreibt ganz nebenbei unter dem Pseudonym Jane Fraser 11 Romane. Zu Beginn meiner Ehe war es eine Art Flucht. Wo andere junge Frauen sich einen Job suchen und dadurch glücklichere und bessere Mütter werden, hatte ich das enorme Bedürfnis, ich selbst zu sein, mich selbst zu verwirklichen. Durch mein Schreiben konnte ich mich in andere Welten flüchten. Ich konnte mich zurückträumen, eine Zukunft entwerfen. Ihr Durchbruch kommt erst 1987, als die Familiensaga Die Muschelsucher monatelang auf der Bestsellerliste der New York Times steht. Von nun an verkaufen sich ihre Romane international millionenfach. 1993 beginnt das ZDF, die Liebesschmonzetten zu verfilmen. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Dann vor ihrem Tod im Jahre 2019 übergibt Pilcher dem Produzenten Michael Smeaton ein kleines schwarzes Büchlein mit hunderten ganz kurzen Kerngeschichten, die nun auch weiterhin von Drehbuchautoren zu abendfüllenden Spielfilmen aufgepäppelt werden. Ja, in meinen Büchern ist ein gewisser Eskapismus drin, eine Flucht vor der Wirklichkeit. Aber es ist ja auch nicht so, dass unser Leben oder unser Job immer angenehm sind. Besonders Frauen führen oft ein Schattendasein mit Kindererziehung und all dem. Da ist es doch manchmal schön, an die Hand genommen und in eine andere Welt und anderes Leben geführt zu werden. Das Leben anderer Menschen ist immer faszinierend. Heute vor 100 Jahren wurde in Cornwall die britische Schriftstellerin Rosamunde Pilcher geboren.